Ja, ich 15 und sie ist verliebt. Er blaue Augen, weiß nicht, dass es sie gibt. Sie versucht verzweifelt Kevin zu gefallen. Liked all seine Bilder, lacht laut, um aufzufallen. Geht mit auf ne Party, er findet sie ganz nett. Macht ihr schöne Augen, will mit ihr ins Bett. Den Respekt seiner Kollegen bekommt er nicht geschenkt. Hat der Saskia sich auszieht, die Kamera geschenkt. Jetzt ist Saskia auf YouTube, die Wirkung ist fatal. Kevin will noch löschen, doch der Clip ist längst viral. Saskia war 15, als sie sich erscham. In ihrem Badezimmer ihr junges Leben nahm. Die Story von Markus wird ein Außenseiter leben. Damit andere ihn mögen, wird er ziemlich alles geben. Er verlor eine Wette und als Einsatz soll er singen. In den Kleidern seiner Mutter einen Love-Song rüberbringen. Er nimmt seinen Mut zusammen und stellt sich vor die Menge. Das hämische Gelächter geht unter ihm Gedränge. Und während er so abgeht, stellt sie ihn auf YouTube. Markus wird zum Ticket, was ihm gar nicht gut tut. Und du Opfer, stirb du schwule Ratte. Es sind solche Kommentare, die er zu lesen hatte. Er zieht sich zurück, fühlt sich einsam und verlassen. In ihm wächst das Gefühl, dass wir Fremde ihn hassen. Schon ein bisschen fester. Was Fettshaming bedeutet, lernte sie von ihrer Schwester. Sie zeigt ihr, wie User Bilder kommentieren von Leuten, die wie Julia gern Rezepte ausprobieren. Die statt sich zu schminken und Sportvideos teilen, lieber gemütlich lesen, sich dafür auch nicht stylen. Da fängt sie an zu zweifeln, sie kann sich selbst nicht leiden. Und sie beginnt zu hungern, ihr Spiegelbild zu meiden. Sie treibt Sport und quält sich, macht Training wie besessen. Obwohl sie es einst liebte, hasst es sie es nur zu essen. Sie treibt es immer weiter, ja, ist völlig verblendet. Verliert den Kampf gegen sich selbst, der erst bei 30 Kilo endet. Hinter jedem User steckt ein Mensch, von früh zu weg. Einen Namen hat und man doch Menschen Liebe schenkt. Erlaubt, weil du glaubst, ganz einfach menschlich ist. Jeder Blick ist ein Schock, weil das letzte Mal vergisst. Hinter jedem User steckt ein Mensch, von früh zu weg. Was so selfie ist, dass du auch keiner Mann danach. Wenn du auf Teilen durch den Kommentierst, dann denk daran. Was im echten Leben schmerzt, dass du doch online bist. Und dass alle drüber lachen, macht es nicht okay. Hinter jedem User steckt ein Mensch.